Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood, wo wir auf einem Dach stehen, vor der Engelsburg. Ist das nicht schön? Nein, weil das da eigentlich ein ziemlich asoziales Gebiet da hinten ist, aber egal. Ja, hauptsächlich willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir ein paar kleine Nebentätigkeiten, so heißt das Wort, ja, Gott noch eins. Erledigt und uns mit der Aufgabe von Christina beschäftigt. Sprich, wir haben die erste Christina-Mission abgehakt, noch zwei kleine Aufgaben von Copernicus absolviert und jetzt sind wir drauf und dran, den Turm hier schon mal zu erklimmen, aber noch nicht den Turm in Brand zu stecken. Sprich, wir werden hier später noch mal einen zweiten hochkraxeln. Aber ich gestehe, ich hätte lieber gerne die Sicht auf die Stadt, wie sie schon mal ist. Und will nicht erst damit ewig lang rumhantieren, dass wir hier den Turm versuchen freizuschalten. Also ich würde gerne sehen, was die Stadt unten von uns so erwartet. Um dann den Turm später in Brand zu stecken. Das heißt, diesen Turm werden wir quasi noch ein zweites Mal besteigen. Erklimmen. Wenn es mir wollt. Weil diese Aktion unten ist gerade noch ein bisschen schwierig. Der Hauptmann ist da eingesperrt. Das heißt eingesperrt, er ist da quasi verteidigt von den ganzen Leuten. Und ich komme da gerade so weitestgehend nicht rein. Deswegen belassen wir es aber dabei. Ich gucke gerade, da drüben ist noch eine Kiste, wie es aussieht. Aber sehe ich noch irgendwas anderes, was ich mal kurz einstecken kann? Nee, erstmal nicht. Gut, dann abwärts. Den Turm haben wir schon mal erklommen, wenigstens. Bringt uns zwar nicht viel, weil wir auch da nicht hinreisen können oder sowas. Aber egal. So. Dann betreten wir mal die nächste Sequenz. Salve, Cittadini di Roma! Genießt diesen prächtigen Anblick! Katharina Sforza, die Hure von Forli! Endlich kriecht sie zu Kreuze. Ha! Niemand kniet tiefer als Lucrezia Borgia. Wer stiftete euch an? War es euer Bruder oder euer Vater? Vielleicht waren es beide. Vielleicht sogar gleichzeitig. Giudi la bocca. Niemand beleidigt die Borgia. Und das gilt jedem, der uns die Stirn bietet. Gutes Volk von Rom, bleibt stark! Ihr werdet frei sein. Eure Zeit wird kommen, ich schwöre es! Sie werden sie foltern. Euer Ziel sind Cesare und Rodrigo. Katharina ist eine mächtige Verbündete. Wenn wir ihr in der Not beistehen, wird sie auch uns helfen. Vielleicht. Aber tötet zuerst Cesare und Rodrigo. Burgsteiger. In die Engelsburg eindringen und Rodrigo und Cesare eliminieren. Und wir dürfen uns da nicht bei entdecken lassen. Das wird doch nur schief gehen. Die Engelsburg infiltrieren. Da kommen wir schon mal rein. Das heißt, wir können schon mal unten lang hüpfen, ohne dass uns da jemand auf den Sack geht. Aber das wird so schief gehen, das sage ich echt schon. Das wird so schief gehen. Uff. Eleganter Weitsprung, Ezio. Hätte ich nicht erwartet. Bewegen sich in Gruppen von Menschen, um für ihre Gegner unsichtbar zu werden. Naja, das wird nicht ganz so klappen, aber ich versuche mein Bestes. Und ich sage euch gleich, diese Aufgabe wird eine lange Aufgabe dauern. Das wird ein bisschen dauern. Das wird ein bisschen dauern. Eieieiei. Kommt das mal langsam mal jemand hier? Ich möchte jemanden umbringen. Ja, komm.
Bleib doch stehen. Okay, der rennt da hinten lang. Kann ich irgendwo... Irgendwie... Ich muss da hinten lang, ne? Scheiße. Bei mir, wir haben die Armbrust, ne? Wir könnten die Armbrust nutzen, so ist nicht. Aber ich müsste erst den da vorne eliminieren. Bewegt er mich hinten? Ne. Kann ich den schon kurz plündern? Weil das Geld, was er hat, kann ich gebrauchen. Armbrustbolzen sowieso. Und um möglichst nicht entdeckt zu werden. So. Dann nehmen wir mal die... Ne, was ist so laut? Armbrust. Wir müssen ihn ja leise eliminieren. Uff. Gut, das hätten wir. War aber auch schon wieder sehr knapp. Ich hoffe, ihr habt ein paar Armbrustbolzen bei. Sonst bin ich traurig. Jetzt bin ich traurig. Scheiße. Ist da hoch? Kann ich hier lang hüpfen? Naja, Mann. Gut, scheinbar nicht. Irgendwas hier in der Nähe? Nö. Vergesst den Papst, ihr untersteht nur mir. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Er überlässt uns Roma. Sie ist in guten Händen. Ein Weg des inneren Turms finden. Ja gut, da brauche ich lang gehen, da bringt das nicht. Ich komme hier auch nicht weiter, hier komme ich gar nicht durch. Den Turm kann ich auch nicht erklimmen. Ich kann das eigentlich bloß da lang. Ah, oder so lang, okay, alles klar. Das war ja noch scheiße. Dann muss ich den von hinten erwischen. Sprich, ich muss den anderen da drüben erstmal eliminieren. Eieiei, das wird schwierig. Komm ich hoch? Nee, komm ich nicht. Scheiße. Er steht hier gerade dumm rum. Du hast mich eigentlich nicht entdeckt, aber egal. Ich mache jetzt weiter. Eigentlich hast du mich nicht entdeckt, weil ich habe dich rechtzeitig getötet, aber na gut. Ich will mich jetzt anders bolzen. Ich möchte mich wenigstens um den Rest hier noch kümmern. Jetzt bist du unten gelandet, oder was? Oh, scheiße. Bleib mal bitte. Na gut, das ist nicht ganz so weit oben, ne? Da muss ich hin, okay. Ist ja irgendwo was, irgendwer? Nö. Okay. Und diese überaus nicht bedrohliche Musik. Bitte mal nicht, danke sehr. Das wäre das. Da
Lass die Waffe ziehen. Hör auf zu schießen. Lass die Waffe ziehen. Ah, das ist der Weg. Ist mir egal. So, er dürfte gleich herkommen. Ja, noch ein Zentimeter. Dankeschön. Und die brüllen immer viel zu spät. Schon lange tot. Naja. Gut. So, dich tue ich auch, weil du stehst mir definitiv im Weg nachher. Noch zwei rum. Eigentlich möchte ich natürlich auch noch eliminieren. Der steht mir auch da so doof im Weg rum. Boah, ich kann nicht ran, ne? Was hat der jetzt vor? Oh Scheiße, bleibt der da stehen. Du einfach so zum die was brauchst. Danke. Was machen die? Sind die abbauen? Ja, da haben wir alle, okay. Da oben kannst du liegen bleiben. Das ist eine ideale Stelle für dich. Wunderschön. Jetzt muss ich bis da hochkraxeln wollen. Die werde ich wohl nicht angreifen können. Ist also nicht wohin. Jetzt wird es langsam gefährlich. Jetzt wird es schwierig. War schon schön, dass da keiner aus dem Fenster rausguckt, rein zu finden. So eine Langhangel, so guten Tag. So, Zwischenspeicher. Einmal noch ganz kurz hier hoch. Und sagt hier rum. Und. Nee, bitte hoch da, hoch da. Dankeschön. Hupala. Oh mein Gott. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunehmen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Das ist gruselig. That's creepy. Naja, gut, weiter geht's. Wir machen es noch lieber auf der Art. Nee, bitte auf der anderen Seite. Dankeschön. Wir machen es lieber auf der sicheren Art und Weise. Kann man mal ganz kurz so ein bisschen. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Patron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Ja, was ist denn machen?
Haben wir das andere wirklich gehört? Nein. Wo ist mein Ziel? Da oben ist mein Ziel. Okay. Bauen wir mal ganz kurz hier irgendwie. Na, boah, lalalala. Okay, guck ich weiter. Ach, da oben, okay, alles klar. Und dann einmal da hoch. Und wieder da auch. Ich habe diese Löcher hier nicht gesehen. Sonst diese Spitze, sag ich mal. Jetzt bestimmt wieder hoch. Okay. Ja, auf jeden Fall Cäsar eliminieren, patch mal aus. Der ist nicht mehr da. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Bitchfight. In einer neuen Dimension. Katharina Zorza aus ihrer Gefängniszelle befreien. Naja, dann versuchen wir es mal, unser Bestes daraus zu machen. Und es hätte fast geklappt, mit denen nicht entdeckt werden, by the way. Kann man bitte mal da hochklettern. Dankeschön. Ist hier jemand? Und jemand? Da drüben ist jemand. Du wirst mich aber nicht bemerken, oder? Pass mal auf, um sicher zu gehen, dass du mich nicht bemerkst. Nehme ich mal sicherheitshalber den in der Hand. Trotzdem ist auch nicht den ganzen Berg hier runter. Das ist ein bisschen sehr hoch. Selbst für Videospielverhältnisse. Aber dein Geld kannst du mir geben. Vielleicht hast du ein paar Bambusbolzen. Sehr gut. Ich verwende für euch so viele. Und du hast bestimmt auch welche. Das wäre mir sehr lieb. Oh ja, zwei, immerhin. So, wo ist mein Ziel? Da unten? Soll die Burg jetzt betreten, oder was? Das kann nicht euer Ernst sein. Bin ich da? Ja, diese Mission ist doch eigentlich eine schöne Sache. Guck mal, Ecke, hier ist nichts, da ist auch nichts. Lang. Okay, das war eine schnelle Aktion. I mean, yes, ich hätte ihn auch einfach nochmal mit der Klinge töten können, aber ja, das wollte ich ausweisen, aber nicht. Ich mag nicht die Musik, die ja so nebenbei dudelt. Da hängt einer ab. Ah, Kumpel, hängst du gut? Oh, mein Rücken. Bitte, könnt ihr mir diesen Wasserkrug reichen? Ich komme nicht heran. Kann ich euch noch was besorgen, Prinzessin?
Rocksteiger. Rocksteiger. Was machst du hier? Meinen naja. Schneider aufsuchen. War nicht entdeckt, für aber meine Rettung würde Cesare entdeckt. Sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucretia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Ja, gut. Ja. Femme fatale. Den Schlüssel zu Katharinas Zelle von Lucretia Borgia besorgen. Nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Ich hab 8. Ah, stimmt, manchmal verloren. Toll. Kann ich doch beide plündern? Na, ich kann noch was plündern. Hey, wenn man ausbeutet, ist Geld, ne? Wenn man dafür ausrüsten, dankeschön. Dann suchen wir Katharina Sorza. Ach, Katharina ist schon. Lucretia Borgia auf. Wenn ihr Zelle ganz oben im Castello ist, müssten wir eigentlich hier lang gehen. Ich gerne. Liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht. Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Ich stehe da hinten in der Ecke. Dass das nicht auffällt. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Mhm. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Konfrontieren. Er liebt mich nicht. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucretia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Ah. Ach so. Was ist das denn hier? Guten Tag. Schlag Kasse zu. Pass mal auf. Wir machen es auf der Attentatserie. Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Bogen? Ja, man hätte mich Super Mario. Oh, dankeschön, du hast mir den Attentatsreihe ermöglicht. Um an der Flucht zu hindern. Kann ich den Stock dazu rausschneiden? Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Ja. Wisst ihr, was aus den Pazzi wurde, als eure Jagd beendet war? Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Tja, das, was Lorenzo macht, ist nicht meins. Die Frauen durften nicht heiraten und von den Gräbern wurden die Namen entfernt. Aus den Geschichtsbüchern getickt. Einfach so. Bleibt mal schön hier, Prinzessin. Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig, es zu durchschauen. Ach, Jungs. Ich nehme jetzt die Frau mit, ist mir egal. So. Nein! Bleibst mal hier.
Hörst du schreien? Cesare wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Ja, Prinzessin. Nun, halt mal die Klappe. So langsam bist du nervig. Die Unwissenden sind leichte Ziele. Was soll's? Meine Worte sind vergeudet. Ipocrita. Nein. Bleibst du da hier? Alter, ich schubst sie immer auf die Treppe. Du musst doch blaue Flecke ohne Ende haben aktuell. Vor allem nur, welche Klinge vor ihr, Alter, ist das nicht, dass du gleich die Klappe hält. So. Aufschließen. Salute, Lucrezia. Ich habe euch vermisst. Vai a farti fottere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache, wache! Ich habe genug gehört! Dong. Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus. Die Bürde, die wir tragen. Mit Katharina aus der Burg fliehen und die Stelle erreichen. Nicht entdecken lassen. Können wir wenigstens abschließen? Oh, schönes. Warte hier. Als hätte ich eine Wahl. War schön, einfach wie die Dung machen, ne, und den Feierabend. Wieder jemand tot in dieser Schicht. Wer ist der Mörder unter uns? Hat ihn jemand gesehen? Das, mein Freund, ist deine Mission herauszufinden. Er steckt Cluedo. Was tut ihr denn, Ezio? Jetzt laufst du brüllen? Wenn die Wachen nur halbwegs schlau wären, würden sie sich sofort umdrehen. Ich musste erstmal die ganzen anderen hier. Warum rettest du mich? Ohne Forli bin ich nutzlos für dich. Du hast Familie. Es ist nicht deine Familie. Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? Also hast du quasi nur mit mir geschlafen, weil du Unterstützung brauchtest. Ja, alles klar. Natürlich. Ich wusste es. Du musst nichts erklären. Ja. Wie soll ich mich denn nicht entdecken lassen, Kumpel? Das ist mir auch egal. Das mache ich vielleicht nachträglich auf Screen nochmal irgendwann. Haben Sie... Hat Cesare... Nein. Mein Name muss immer noch etwas bedeuten. Ich blieb verschont. Wag es nicht. Guten Flug. Filio di puttana. Tu so etwas nie wieder. Pff, anders wäre man nicht untergekommen. Du bist doch schmerzhafter. Also sei das wohl rum. Und ja, danke später. Es wird von dort drüben geöffnet. Ich lasse dich mal hier liegen, ja? Zwei Tore? Links oder rechts? Ja. Keine Sorge, Katharina, du bleibst weiter in meiner Nähe.
Obwohl, da kannst du dich wieder hochnehmen. Ja, sieht eigenermaßen okay aus. Aber er stöhnt, als ob da gerade ein Marathon läuft oder ähnliches, ne? Und ja, mir ist wohl bewusst, dass die Folge gerade eigentlich schon vorbei wäre. Wir sind bei 30 Minuten. Ein bisschen mehr als 30 Minuten. Aber ich wollte diese Mission jetzt in 1 abschließen. Finde ich irgendwie doch angenehmer. So, Katharina, na. Jetzt geht's los. Der da oben ist auch blind wie Stockfisch. So, die Türen sind bald offen. Kannst du mich jetzt reiten? So, ich wurde jetzt leider entdeckt. Auch schon drauf angelegt, bin ich ehrlich. Schnell, Ezio. Reite über die Brücke, ich decke dich. Hüter von Forli. Katharina bei ihrer Flucht aus der Engelsburg zu Pferd eskortieren. Eine Attentatsserie auf mindestens 5 Wachen schaffen. Was? Was denn für Ziel? Was denn für ein Ziel? Ach, seid ihr über die Brücke gelaufen? Oh. Los, Katharina, geh! Reite zur Isola Tiberina. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf mich. Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken. Komm gesund zurück, sonst werde ich mir nie verzeihen. Geh! Ah, jetzt so. Na los, komm, wer will? Eins. So, eins. Zwei. Drei. Das wird loslassen, Lucke. Lässt du mal los? Alter. Diese Brücke nag ich immer noch nicht. Hier geht dieser Hartsack auf den Nerv. Wo ist er? Komm her, du. Schnauze da jetzt. Lässt mal los. Was das? Mensch, dieses Festhalten ist so nervig. Wie soll ich noch erlegen hier? Heilige Maria! Hier ist ein bisschen viel los. Ein bisschen sehr viel. Und viele Tote. Also ich glaube, ich habe gerade ein ganzes Heer abgeschlachtet. Medizin ist voll, das heißt, wir können es auch verteilen nebenbei.
ja der. Das ist eine Mordsparty, würde ich sagen. Alter, guckt euch das an. Und von jedem kann ich ein bisschen Knete abplündern. Das ist so schön. Hier liegen mindestens über 100 Florin. Wenn nicht auch fast 200 bis 300. Aber wenn die weiter so eine Summe von 30 ungefähr haben. Doch, das ist 500 hier liegen. Also ich werde noch ein bisschen plündern, soweit ich kann, sag ich mal. Armus Bolzen dürfte ich bald wieder voll haben. Aber das ist ja eine Unmenge an Leiche. Hier noch ein bisschen plündern. So, jetzt reicht's. Synchronität erreicht, sehr schön. So. Haben wir alles abgehakt. Das kann ich eh nicht machen. Machen wir das mal kurz ab hier. Mach mal, Jungs. Das wollte ich sowieso nicht. Oh, den Untergrund stört, da bin ich übrigens im Kopfkino. Ja, den tut man noch und der macht mich im Kopfkino und dann ist Folgeende. Der ist nur ein bisschen schnell. Ja, so viel dazu. Gut, damit wäre alles erledigt. Wir sind durch. Die Folge ist durch, die Engelsburg ist durch. Und wir machen jetzt einen schönen Tag am See. Oder sowas, keine Ahnung. Ich sage auf jeden Fall danke fürs dabei sein. Und dann hören, dass ich auf einer Mauer hocken kann. Ja, auf jeden Fall sage ich danke fürs dabei sein. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.